Tesla ist an der Börse inzwischen mehr wert als Volkswagen. Da sagen viele natürlich, der Börsenwert von Tesla ist doch viel zu hoch. Es gibt aber ein Szenario, das könnte die Tesla-Aktie noch viel höher bringen, wenn nämlich Google Tesla kauft. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist das und macht das Ganze auch Sinn? Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es gibt einen Spruch von Karl Valentin und zwar: Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Den Eindruck hat man ja öfter und man hat den beispielsweise auch oft, wenn es um die Aktie von Tesla geht, Tesla, der Elektroautobauer. Tesla ist an der Börse jetzt 170 Milliarden Dollar wert und damit ist Tesla bekanntermaßen an der Börse mehr wert, deutlich mehr als Volkswagen mittlerweile oder auch fast doppelt so viel wie Daimler und BMW zusammen. Und unter den Autoherstellern ist nur noch Toyota an der Börse mehr wert als Tesla. Das ist natürlich spektakulär. Das ruft jetzt selbstverständlich auch wieder einen Haufen Kritiker auf den Plan. Und die betonen, wie absurd das Ganze ist, diese Börsenbewertung. Wenn man bedenkt, wie klein Tesla natürlich ist im Vergleich zu Volkswagen, wie klein die Stückzahlen da sind und wie niedrig der Gewinn auch ist und so weiter. Aber wie man hier sieht, die Begeisterung kennt trotzdem keine Grenzen. Das ist die Tesla-Aktie, der 5-Jahres-Chart in Dollar. Das Entscheidende waren da im Herbst die Zahlen zum dritten Quartal. Seitdem geht die Aktie wirklich durch die Decke und sie hat sich seitdem auch nochmal fast vervierfacht. Es gab dann Anfang Februar, also vor kurzem, einen kleinen Einbruch wieder. Da haben viele schon gedacht, jetzt ist es aber vorbei mit dieser Rallye. Aber auch davon hat sich die Aktie jetzt wieder erholt und letzte Woche hat sie auch schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Und das ist für die Kritiker der Tesla-Aktie natürlich relativ verstörend. Es hat schon immer viele Leute gegeben, die die Aktie von Tesla sehr skeptisch gesehen haben. Und zu denen habe ich persönlich auch gehört. Ich habe da früher auch mal ein paar Artikel drüber geschrieben. Das war vor der Zeit vom Zukunftsmärkte-Kanal. Ich habe zum Beispiel auch mal das Model 3 mit dem VW Käfer in der Nazizeit verglichen. Es war ja in beiden Fällen so, es war kein Geld da für diese Autos überhaupt. Es waren auch keine Fabriken da. Und erst die Reservierungsprämien der Kunden für diese Autos, damit hat man ja die Fabriken erst bauen können. Sowohl beim VW Käfer damals auch, als auch bei Tesla. Beim Käfer und der Hitler ist das Ganze dann schiefgegangen. Gut, das war ein Vergleich von mir, der war ein bisschen unfair oder auch ein bisschen gehässig. Aber wenn man damals sich die Bilanz angeschaut hat von Tesla und ja, das sah schon übel aus. Und mein Eindruck war eben, also wenn es Tesla nicht schaffen wird, sich den Kapitalmarkt warm zu halten und dann noch viele, viele Milliarden Dollar neu zu kriegen, dann würde Tesla auch untergehen. Wir wissen aber heute, Tesla hat es geschafft. Tesla hat überhaupt sehr viel geschafft. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten. Tesla hat zum Beispiel wirklich aus dem Nichts einen Autokonzern aufgebaut. Es ist ja die eine Sache, dass man da mal einen Elektroauto-Prototyp vorstellt. Aber eine Autoproduktion aus eigener Kraft, und zwar eine moderne Großproduktion mit einem Ausstoß letztes Jahr von 370.000 Fahrzeugen, das ist eine Leistung. Definitiv. Und dazu kommt jetzt das neue Werk in Shanghai. Das haben die hochgezogen in 10 Monaten, also in einer unglaublich schnellen Zeit auch. Dann haben wir natürlich noch Brandenburg jetzt. Da geht es dann wohl nicht ganz so schnell. Also die USA beschweren sich ja immer, dass China keine Konkurrenten auf seinen Markt lässt. Aber jetzt sehen Sie mal, wo es wirklich schwer ist, auf den Markt zu kommen. Eine große Fabrik bauen in Deutschland, auf die Idee heutzutage kommen ja eigentlich nur Traumtänzer, sollte man meinen. Aber auch da geht es jetzt ja offenbar voran.
Also, und damit hat Tesla möglicherweise in ein paar Jahren eine Produktionskapazität von 1,5 Millionen Autos pro Jahr, wenn nicht noch mehr. Dann haben wir eine Solarsparte, dann haben wir die Batterien in Nevada, die Gigafactory, die hat eine Batteriekapazität von 35 Gigawatt pro Jahr und schreibt jetzt übrigens auch schwarze Zahlen mittlerweile. Die ist gebaut worden im Übrigen zusammen mit Panasonic, was auch ein ganz interessantes Unternehmen ist, meiner Meinung nach. Und wenn wir schon bei interessanten Unternehmen sind, erlauben Sie mir einen kleinen Einschub. Ich erinnere jetzt noch mal kurz an unsere Zukunftsmärkte-Reports, falls Sie die noch nicht kennen. Die Reports von uns gibt es nämlich auch regelmäßig mit Analysen, regelmäßig von interessanten Aktien, von interessanten Märkten und so weiter. Und unsere Reports sind auch komplett kostenlos. Sie müssen sich nur kurz anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und dann wäre diese Woche ein ganz interessantes Thema. Mal was ganz anderes, nämlich antizyklisch Öl, Kupfer und andere Industrierohstoffe, die jetzt in letzter Zeit stark unter Druck gekommen sind. Und dieser Report geht morgen raus. Also wenn Sie ihn haben wollen, noch dann schnell noch anmelden. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Gut. Und jetzt aber Tesla. Also Tesla, halten wir fest, Tesla hat wirklich was geschafft, Tesla hat wirklich was auf die Beine gestellt auch. Wir haben im vierten Quartal zum Beispiel einen Umsatz gehabt von 7,4 Milliarden Dollar. Wir haben einen freien Cashflow gehabt von über 1 Milliarde Dollar, allein im vierten Quartal. Das rechtfertigt jetzt zwar natürlich nicht den momentanen Börsenwert, aber es ist wirklich schon ordentlich, wenn es so bleiben würde. Der Börsenwert, der kommt natürlich auch durch was anderes noch zustande. Und zwar durch ein zweites großes Thema bei Tesla, das ist das autonome Fahren. Und in dem Zusammenhang, da gibt es eben diese Geschichte, dass Google Tesla übernehmen könnte. Beide investieren massiv in selbstfahrende Autos. Und durch so eine Übernahme könnte ja eventuell dann ein Gigant entstehen, der beim autonomen Fahren alle anderen dann an die Wand drückt. So wird das zumindest jetzt dargestellt. Die Sache hat ein paar Wellen geschlagen. Sie hat es sogar in die Bild-Zeitung geschafft oder zumindest auf Bild.de. Das hier, das habe ich von Bild.de. Ob es jetzt in der Bild-Zeitung auch war, das weiß ich nicht. Ich versuche immer, mich breit zu informieren, aber die Bild-Zeitung gehört jetzt noch nicht zu meinen Quellen. Ist vielleicht ein Fehler. Ich weiß es nicht, kann ja sein. Also, auf jeden Fall steht irgendwie im Raum Google oder Alphabet, die Mutter von Google, die börsennotierte, die könnte jetzt Tesla kaufen. Aufgebracht hat das das Magazin Forbes. Es kommt aber von einer Analysefirma, die heißt Trefis und die veröffentlicht bei Forbes schon seit Jahren da immer ihre Analysen. Die haben dieses Fass aufgemacht. Das ist dann von ganz vielen anderen aufgegriffen worden. Aber interessanterweise hat das keiner so richtig hinterfragt, diese ganze Geschichte, was mich eigentlich sehr wundert. Es wäre ja eine Wahnsinnssache, also wenn da was dran wäre. Die Analyse selbst, also die von Trefis, die ist relativ dünn eigentlich. Also es heißt da mehr oder weniger nur, ja, Google hat 120 Milliarden Dollar Cash, also die könnten sich das leisten, womit dann das Cash natürlich komplett weg wäre. Das wird da ein bisschen unterschlagen. Und der denkbare Übernahmepreis, der wäre 1500 Dollar pro Aktie, also nochmal fast das Doppelte vom Kurs jetzt. Aber klar, wenn man übernehmen will, muss man einen gewissen Aufschlag dann zahlen. Und das Szenario ist dann, dass unter dem Dach von Google Tesla dann endlich richtig durchstarten könnte. Und dadurch würde die Produktion dann steigen auf 2,7 Millionen pro Jahr 2025, 8 Millionen im Jahr 2030. Gleichzeitig steigende Margen im Übrigen, also ist auch das so eine Annahme.
Und Tesla würde außerdem seine Technologie fürs autonome Fahren an die ganzen anderen Autobauer auslizenzieren. Und jedes dritte Auto auf der Welt hätte irgendwann mal diese Tesla-Technologie. Und für jede Lizenz gibt es 3000 Dollar. Und dadurch kommen wir auf einen Firmenwert in 10 Jahren von 1,5 Billionen Dollar. Wäre damit dann nach Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der Welt. Und wäre natürlich eine tolle Sache für Tesla-Aktionäre, aber wie realistisch ist es? Es heißt ja, Google wollte Tesla schon mal kaufen, und hätte die auch beinahe gekauft. Das war 2013 allerdings, hätte damals nur 6 Milliarden Dollar gekostet. Die ganze Sache hat sich dann, wohl zerschlagen. Heute kostet Tesla natürlich ja, mindestens 200 Milliarden Dollar. Ist ja der zweiteuerste Autokonzern der Welt, wie wir gehört haben. Also es würde vermutlich schon irgendwie gehen, vielleicht ja auch mit Aktientausch oder so, aber es wäre schon wirklich teuer. Und das Zweite ist ja, Google macht eigentlich so große Übernahmen nicht. Also Google kauft schon Unternehmen, aber meistens in einem frühen Stadium. Also YouTube, Fitbit wurde alles übernommen, aber eher für kleine Summen. Die teuerste Übernahme war, glaube ich, Motorola. Das hat 12,5 Milliarden Dollar gekostet. Das war eigentlich für die Katz. Aber auch diese 12,5 Milliarden sind natürlich auch nur ein Zwanzigstel von dem, was dann wahrscheinlich Tesla kosten würde. Der entscheidende Punkt: Hat Tesla irgendwas, das Google auch gerne hätte? Und das kann ja eigentlich nur Technologie fürs autonome Fahren sein. Also Google will jetzt bestimmt keine Elektroautos bauen oder so. Aber autonomes Fahren, klar. Autonomes Fahren wäre natürlich ein Thema, das ist bekannt. Und da stellt sich eben die Frage: Hat Tesla Technologie, die Google nicht hat und die Google aber braucht? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da scheiden sich nämlich die Geister. Was Tesla momentan versucht, das ist relativ klar. Tesla will der erste Anbieter und der beste Anbieter von selbstfahrenden Autos werden und das möglichst schnell. Tesla entwickelt so gut wie alles selbst, was auch sehr, sehr ambitioniert ist. Tesla hat zum Beispiel auch eigene Halbleiter da entwickelt und eingebaut. Und es ist auch so, in den neueren Teslas ist die Hardware fürs autonome Fahren auch schon drin im Prinzip. Also Tesla sagt das zumindest. Tesla sagt, lang dauert es nicht mehr, dann könnt ihr euch mit euren Teslas, die ihr schon habt, alle die Software runterladen und dann fährt das Auto selbst. Das haben in der Form natürlich alle anderen Autohersteller nicht. Wäre sensationell, wenn es denn so kommt. Die Tesla-Fans sagen, dass das Entscheidende fürs autonome Fahren die Daten sind, die der Anbieter hat. Also es gibt da dann die künstliche Intelligenz im Auto, die wertet die ganzen Fahrsituationen aus, die sie hat. Und je mehr Daten man da hat, desto mehr Erfahrung sammelt eben das System und irgendwann fährt es dann besser als ein Mensch. Und Tesla hat eben sehr viele Daten, weil die ganzen Teslas, die jetzt schon auf der Straße sind, die Daten sammeln und die Daten abliefern. Und das sei eben das A und O und dadurch bekomme Tesla jetzt das überlegene System. Das kann man nur hoffen für Tesla, dass das auch wirklich so ist. Es ist nämlich auf der anderen Seite so, die ganzen Teslas, die jetzt schon auf der Straße sind, die demnächst ja autonom fahren sollen, die sind natürlich von der Hardware-Seite jetzt nicht besonders gut ausgerüstet. Die ganzen anderen Entwickler, die peppeln die Autos komplett voll mit Technik, mit Kameras, Ultraschallsensoren, LiDAR-Systeme, damit da möglichst viel erfasst wird von der Umgebung, damit man da auch immer eine 360-Grad-Abbildung hat, so rundherum. Und dazu braucht man auch eine riesige Rechenleistung, das ist auch klar. Und Tesla sagt aber, das braucht man alles gar nicht. Das ist nicht nötig. Wir brauchen zum Beispiel kein LiDAR. Kameras reichen da auch. Der Mensch fährt ja auch nur mit seinen Augen, also so mehr oder weniger. Und da ist jetzt eben die Frage: Hat Tesla in diesem entscheidenden Punkt recht? Und wird das System von Tesla trotzdem so gut, dass man sich den ganzen Technik-Schnickschnack sparen kann?
Oder aber ist es am Ende so, dass Tesla vielleicht doch nicht das beste System hat? Vielleicht ja auch, weil Tesla eben auf mittlere Sicht wahrscheinlich nicht das Geld hat, um das Ganze so zur Reife zu bringen wie vielleicht andere Autokonzerne oder andere Entwickler. Interessant ist ja auch eins, also in Kalifornien kann man autonome Fahrzeuge testen. Dafür muss man dann eine Statistik machen, wie das Ganze funktioniert hat. Und Google oder Cruise zum Beispiel, die fahren da Millionen Kilometer runter. Cruise ist eine Tochter von General Motors, die da offenbar auch schon relativ weit ist. Und damit sammeln die natürlich auch viele Daten und beide haben auch wirklich schon autonome Autos auf der Straße. Tesla macht das aber nicht in Kalifornien. Das ist schon Jahre her, dass Tesla da seine letzten Tests gemacht und veröffentlicht hat. Und das, was die damals veröffentlicht gemacht haben, das war nicht besonders gut. Und darum wissen wir heute absolut nicht, wo Tesla da steht. Oder ich weiß es zumindest nicht. Wenn Sie mehr Einblicke haben zu dem Thema, würde mich natürlich freuen, wenn Sie das teilen hier unter dem Video, weil das ist natürlich für alle, die sich damit beschäftigen, wahnsinnig interessant. Ich weiß nur, die Frage, wie weit Tesla da ist, die ist hoch umstritten. Man kann eben nicht klar sagen, momentan, wo steht Tesla da? Hat Tesla die Nase vorn oder sind die anderen am Ende vielleicht sogar schon viel weiter? Und für den Aktienkurs würde ich sagen, ist es aber eine ganz entscheidende Frage. Also wir haben schon Wachstumsfantasie außerhalb von dem Thema auch. Also die Elektroauto-Wachstumsfantasie, die spielt natürlich eine Rolle. Tesla ist heute wirklich eine sehr starke Marke, die auch noch stark wachsen kann. Aber was die Bewertung betrifft, die momentan vorliegt, die ja wirklich sehr, sehr hoch ist, da denke ich schon, dass da auch hohe Erwartungen mitspielen, was das Elektroauto betrifft. Und für die Aktie wäre es wahrscheinlich schon relativ fatal, wenn Tesla da jetzt zurückrudern muss in nächster Zeit oder wenn Tesla in der Hinsicht jetzt am Ende sogar dauerhaft enttäuscht. Alles in allem, Tesla ist also ein spannendes Unternehmen. Tesla ist auch ein sehr gutes Unternehmen, meiner Meinung nach. Aber die Aktie ist schon sehr spekulativ. Und was diese Übernahme durch Google betrifft, diese Übernahmefantasie, ich glaube da nicht wirklich dran. Man soll nie, nie sagen, man hat schon Pferde kotzen sehen, aber ich bezweifle am Ende doch, dass Tesla momentan irgendwas hat, für das Google wirklich 200 Milliarden Dollar auf den Tisch legt. Aber wir werden sehen. Also irgendwann sollen diese autonomen Funktionen ja kommen von Tesla oder wir werden zumindest mehr Details haben und dann weiß man auch mehr. Das ganze Thema bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und bei Zukunftsmärkte, hier geht es nächste Woche um Geely. Also wir bleiben nächste Woche im Autosektor und sind dann außerdem auch endlich mal wieder in China. Geely wird mit Volvo verschmolzen und zwar jetzt dann demnächst auch auf Aktienbasis. Volvo soll also mit dem Bereich von Geely zusammengelegt werden, der jetzt börsennotiert ist. Und dadurch entsteht meiner Meinung nach jetzt wirklich ein chinesischer Autokonzern, der erste chinesische Autokonzern, der auch international ausgerichtet ist. Ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Am besten Zukunftsmärkte-Kanal gleich abonnieren und wenn Sie das tun, dann auch immer die Glocke drücken natürlich. Die Glocke ist für die Benachrichtigung da, wenn neue Beiträge kommen. Damit sind Sie dann immer auf der sicheren Seite. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleiben Sie gesund und alles Gute und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.